Alles klar, Roger. Jo, Roger, Roger. Schenk diesem Clown keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung, gehen wir. Jo. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Khan, weißt du noch? Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß. Als wir hier noch sauber gemacht haben. Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl. Wildrösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Khan, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. Also würde man die Namen der Typen hier nicht kennen, wüsste man nicht, dass es zum Beispiel Khan ist. Das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Risse und Ausgänge. Und trotzdem, eine Basis von Nilerorden gesammelt hat. Miller hat all unsere Männer zur Versammlung hier in der Basis befohlen. Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Ach. Bei uns geht's schnell. Kommt rein. Der Oberst mag es nicht, wenn es sieht. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Meinst du? Was? Wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten. Nein, das wollten sie nicht. Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Ja. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja, an der Messe. Unsere Heimatstation sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies genährt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Khan, die Schwarzen wollen uns töten. In Ordnung. Artyom. Und Sie, Khan. Habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst. Geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna? Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen?
um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Das sind Dämonen! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig! Eskortieren Sie Khan hinaus! Khan, du warst auch sonst immer so ein harter Typ! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung! Und dann auf diese Albträume loszuwerden! Vergiss Khan! Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Kann ich nicht sagen. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Könntest du ja vorher in meinen Abteil gemütlich machen. Wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Jo. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitzky ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft, wer ihm Befehle gibt. Ihr Job ist es, ihn abzuholen. Da wollen wir mal Anna schätzchen. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Nee. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Tja, zu dem Schwarze in die Metro lassen, sage ich mal nix. Das habt ihr ja schon gesehen im Intro. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Dann sind wir jetzt im Jahr 2034. Zug in die Vergangenheit. Klingt so nach einem typischen Song. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. Sowas gibt's nicht. Götter. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Da wir jetzt in Ranger-Modus sind. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampen. Bist du bereit? Dann los. Haben wir sowas wie Anzeigen nicht? Pass auf, die Tür ist hinter dir. Schwer für dich. Die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt. Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Ach, du bist seine Tochter. An. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Du bist die Tochter, dann darf dir ja überhaupt nichts passieren. Toll, das hast du gut gemacht. War auch keine schwere Übung.
Alles klar, los geht's. Alles schon verwest. In Ordnung. Und so ruhig. Zeit, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Bewegung, ich komme nach. Geh nach rechts, links ist eine Sackgasse. Irgendwas hat sie aufgesprengt. Pass auf! Scheiße, das Ding ist schnell. Ich glaube nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche, setz deine Maske auf. Klar. Ladies first. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Seh es für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Ach. Zu dieser Zeit hat man nicht so viel gute Ausblicke. Ah, ich will da anpacken. Hilf mir hier mal. Okay. Die Oberfläche. Schon etwas her. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Na klar. Lass mal die Männer die Sachen machen. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen hier so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Okay. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Finde den Schwarzen im Botanischen Garten. Ein Jahr ist es her, als Atjom an der Oberfläche war. Und trotzdem hat sich nichts verändert. Es ist genauso ruhig. Die Luft ist genau noch so erdrückend. Damals. Geradeaus. Wow! Alter! Schrotflinten sind besonders super. Da die Oberfläche immer wärmer wird, sind die Telepathenrudel gewachsen. Und oftmals schicken sie Speer aus. Pass auf, wenn du einen siehst, den lassen. Nutzen hier selbst die richtige Waffe. Die Schrotflinten eignen sich. Da, wo das Nest war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist seltsam. Das könnte nach all dieser Zeit denn hier noch brennen. Na, auch egal. Geh darauf zu, ich gebe dir Deckung.
Wir haben den Telepathen überhaupt gar nicht gesehen. Denn oh, da hat man ja richtig Angst. Alles. Das Geräusch war ärgerlich. Gleich kommen noch mehr. Noch drei. Weiter so. Dreimal. Da sind noch mehr. Ich schieße. Einigermaßen gut. Ja. Ja, du leistest ganz gute Arbeit. Vielleicht bist du ja doch mehr als nur ein Versuchskaninchen. So sieht's aus. Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Ah, okay, die Zeit läuft da. 5 Minuten haben wir. Ja, ich gehe ja schon. Was ist das hier? Ein Boden. Gott, was passiert jetzt? Wir werden sicher wieder eine Vision bekommen. Bleibt's dir.